mein lieber Wassermann, und herzlich willkommen zu deinem Ende Februar Spezial. Was bringt dieser Monat so mit sich? Bist du bereit? Ich bin sehr gespannt. Wenn du neu auf meinem Channel bist, dann heiße ich dich herzlich willkommen. Ich bin Xenia vom Funky Russian Girl. Ich bin das Funky Russian Girl. Und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, dir dabei zu helfen, freies, kreatives und selbstbestimmtes Leben zu führen. Leben in der höheren Timeline, in der höheren Frequenz. Dir dabei zu helfen, aufzuzeigen, wo sind die Blockaden, wo kommen sie her, wie kommen aus dem Teufelskreislauf. Da kannst du dir sehr gerne meine Videos anschauen, täglichen Botschaften für ein glückliches Leben. Da sind mittlerweile auch viele verschiedene Themen. Ich bin mir sicher, anhand der Titel wirst du dich zu einem oder anderen Video hingezogen fühlen. Und heute geht es um Februar. Eine Freilegung, ich lasse mich komplett überraschen. Support und unterstütze mich dafür, was ich hier tue. Mittlerweile gibt es schon 400 Videos auf meinem Channel, in denen ich mit dir die getunnelten Botschaften teile. Wenn du meine Arbeit schon kennst, dann freue ich mich sehr, dass wir uns hier wieder begegnen. Danke, danke, danke. Ja, und Support kann sehr, sehr verschieden sein. Liken, kommentieren, abonnieren, spenden. Meine PayPal-E-Mail-Adresse ist unten eingeblendet. Freue ich mich auch sehr. Wenn du dir eine persönliche Legung wünschst, dann schreib mich über post@funkyrussiangirl.love oder über Instagram. Dort heiße ich genauso wie hier Funky Russian Girl. Alle Links sind unten eingeblendet zum PayPal, zu meiner E-Mail-Adresse und Instagram. So. Dann erlaube mir, mich mit dir zu verbinden. Der einfachste Weg ist einfach, das Video zu liken. Denn Dankbarkeit, Herzöffnung, ne, führt auch dazu, dass du die Botschaft auf der Herzensebene aufnehmen kannst. Nicht mit dem Verstand, sondern mit dem Herzen. Und du willigst ein, wenn du tatsächlich einfach das Video likest. Gerne auch ein Ja, ein Herzchen oder ein anderes wundervolles Emoji reinschreibst, was sich nach einem Ja anfühlt. Nun erlaube mir, mich mit deiner Energie zu verbinden, lieber Wassermann. Was ist da im Februar los? Ich liebe dich, ich liebe mich, ich liebe das, was ich tue. Ich liebe dich, meine wundervolle Quelle, das höhere Selbst. Erlaube mir, in die Timeline vom Wassermann reinzuschauen. Was ist los? Ich freue mich sehr. Dankeschön. Nun legen wir los. Ritter der Kelche, Page der Stäbe und die Welt. Okay. So sehen die Karten aus. Mhm. Also ich sehe, du bist hier nach wie vor weiter an deinem Entpuppungsprozess. Du zeigst dich der Welt, auch wenn es sich gerade aufregend anfühlt und alles neu anfühlt. Man fühlt sich gerade wie ein Kind. Ja, du arbeitest tatsächlich an deiner Performance. Im Februar arbeitest du an deiner Performance. Ritter der Kelche und der Hohepriester. Vielleicht unterstützt du Menschen, vielleicht bist du der hohe Priester sozusagen und deine Aufgabe ist zum einen, dass du den anderen dabei hilfst, sich emotional zu entpuppen, sich emotional zu verstehen. Na, du hilfst denen quasi auf dem Weg und im Februar bist du da selber. Das heißt, obwohl du eigentlich schon sehr erfahren und weise bist, fühlt sich Februar so an. Na, man hält quasi, man geht langsam, na, obwohl man eigentlich sehr schnell fahren könnte. Fährt man sehr langsam und man sieht Kelch vor sich, ne? Deine Wünsche, Bedürfnisse, Ängste. So. Unsere Katze feiert alleine. Und Page der Stäbe und König der Schwerter. Väterliche Energie, vielleicht wenn du Kinder hast, dass dein Kind anfängt, vielleicht sogar zu laufen und du hilfst ihm dabei und das spiegelt etwas in dir, deinen Vater vielleicht. Also du fängst etwas an, ja, das fühlt sich wie so nach einer neuen Idee.
Du bemudelst jemanden, du hilfst jemanden, an sich zu glauben. Du bist da sehr, sehr stark, klar, organisiert. Eine königliche Ruhe, kann man sagen. Indem du den anderen hilfst, sich emotional zu verstehen, an sich zu glauben und sich der Welt zu zeigen, passiert das Gleiche auch in dir gerade. Das heißt, womöglich triffst du gerade sogar Menschen, mit denen du Gespräche führst und ihnen hilfst, sich zu zeigen. Und das witzigerweise, witzig ist aber, dass du, wenn du das aussprichst, der Verstand weiß ja nicht, zu wem du das sprichst. Das heißt, wenn du das zu Menschen, wenn du Menschen anziehst, bei denen du hilfst, sich zu zeigen, sich emotional zu verstehen, sich zu glauben, eine neue Idee in die Welt zu setzen, sagst du das zu dir selbst. Was ist deine neue Idee? Deine neue Idee, Beziehungen heilen. Ehe, zweites Schwert, zehnte Kelche. Vielleicht machst du dich gerade zu einem Beziehungscoach. Eheberatung. Dort Licht schaffen, wo man nicht mehr weiterkommt. Das heißt, womöglich erlebst du gerade selber vielleicht eher, wie kann man sagen, Probleme, Hindernisse. Und die Art und Weise, wie du damit umgehst, eröffne dir die Augen, den anderen zu helfen. Ja, dort, wo die Menschen nicht weiterkommen, die kommen zu dir, weil die nicht schlafen können, die verstehen nicht, warum es so ist. Und du kennst das. Du kennst diese schlaflose Nächte, kennst es auch, dieses Alleinsein. Und diese Zeiten des Alleinseins, die haben dich richtig gestärkt. Der Eremit, Ast der Stäbe, das ist irgendein Konzept. Du baust ein Konzept auf, du hilfst den Menschen quasi Licht reinzubringen. Also ich sehe hier Eremit mit einer Laterne, vielleicht arbeitest du sogar mit dem Licht in deiner Arbeit, mit Lichteffekten. Also irgendwie sehe ich da dieses Lichtaspekt, na, vielleicht mit Kerzen, vielleicht mit irgendeiner Lichtinstallation, vielleicht sogar mit einer Glühbirne oder mit einer, ach Gott, wie heißt das, mit dieser Taschenlampe. Da hilfst du quasi den Menschen, da Überblick zu verschaffen. Also die Menschen kommen zu dir mit Beziehungsproblemen, denen hilfst du und erkennst auch, dass du das eigentlich ziemlich gut kannst. Und womöglich reift sogar die Idee im Februar, dich als Beziehungsberater, Beziehungscoach, Eheberater irgendwie selbstständig zu machen. Oder einen YouTube-Blog aufzumachen. Oder du merkst, du hast so viel Erfahrung gesammelt, dass du so vielen Menschen helfen kannst. Und das ist quasi das, wo du damit rauskommst. Eheberatung. Ja. Mega. Super. Ruler of Wands, yeah, Ruler of Wands, der Herrscher der Stäbe. Ende Februar reift diese Idee immer mehr. Das heißt, die Menschen, die quasi dich erreichen, nahe, die erlauben dir eigentlich in dich reinzublicken, dank ihnen siehst du deine Skills. Und das fühlt sich sehr, sehr, sehr gut an. Das fühlt sich nicht riskant an, sozusagen. Bis jetzt hat man vielleicht gewisse Dinge angegangen, die riskant waren. Das ist etwas, was sich sehr gut anfühlt. Das fühlt sich wie so ein Heimspiel. Und aufgrund dessen, dass du merkst, krass, es fällt mir so leicht und die Ergebnisse sind so gut, dass die Menschen wirklich darauf hören, kann sogar sein, dass die Entscheidung sehr schnell fallen wird. Ja.
Das ist die Botschaft, lieber Wassermann. Kurz und knapp, mega, ich freue mich für dich. Siehst du, es zahlt sich alles aus. Ja, danke fürs Zuschauen, danke fürs Abonnieren, Kommentieren, Liken, Spenden. Ich freue mich sehr. Bis zum nächsten Mal, bis dahin. Ciao, ciao.